Eine Attacke aus dem All. Keiner kann entkommen. Es ist der tödliche Strahl eines Gamma-Blitzes. Ein lautloser Killer, der gewaltige Mengen Strahlung mitbringt. Überleben ist reine Glückssache. Sind wir bereit für den jüngsten Tag? Können wir das überleben? Regelmäßig beobachten Weltraumforscher das Phänomen der Gamma-Blitze. Einer davon soll vor 440 Millionen Jahren zwei Drittel aller Spezies auf der Erde ausgelöscht haben. Kann das noch einmal passieren? Würden wir überleben? Im Grunde ist es das Ende der Welt. Die Strahlung zerstört die Zellen. Der Körper macht nicht mehr mit. Das hellste Licht, das Sie je gesehen haben. Und auch das letzte. San Juan, Puerto Rico. Die Besatzung eines Containerschiffs bemerkt eigenartige Lichtblitze am Horizont. Sie erstrahlen in fantastischem Grün und Blau. So etwas gibt es sonst nur am Nordpol. Eigenartig. Sie sehen Nordlichter, sind aber gar nicht im Norden. Wunderschöne Lichtbögen in Rot, Grün und Violett. Wo kommen die her? Siebentausend Kilometer entfernt passiert in Paris etwas noch Erstaunlicheres. Stellen Sie sich vor, Sie sind Tourist in Paris. Sie betrachten den Eiffelturm und plötzlich ist da dieser grelle Blitz. Und er wird immer heller. Die Intensität nimmt rasend schnell zu, bis sie erblinden. Es ist das Hellste, was Sie je gesehen haben, bis Ihre Netzhaut versagt. Es ist so, als ob Sie aus kurzer Distanz direkt in eine thermonukleare Explosion starren. Woher kommt diese ungeheure Energie? Vor langer Zeit, in einem weit entfernten Sonnensystem, beginnen zwei kollabierende Sterne einander zu umkreisen. Beide haben eine deutlich größere Anziehungskraft als die Erde und stoßen schließlich zusammen. Dabei entsteht ein gewaltiger Gamma-Blitz. Beide haben eine hohe Dichte und extrem starke Gravitationskräfte. Deshalb wird beim Zusammenprall eine riesige Menge Energie frei. Gamma-Blitze sind die heftigsten Explosionen im Universum. Nur der Urknall war noch stärker. Da ist so viel Energie im Spiel, dass das Licht heller leuchtet als Milliarden Sterne einer Galaxie zusammen. Die Blitze zählen also zu den energiereichsten Phänomenen im ganzen Universum. Und zwei davon schießen jetzt ins All hinaus. 200 Jahre später nimmt einer der Blitze Kurs auf die Erde. Wenn die Rotationsachse auf die Erde zeigt, ist das das Ende. Gamma-Blitze werden erstmals während des Kalten Krieges gesichtet. 1967 schicken die USA den Vela-Überwachungssatelliten ins All. Er soll sowjetische Nukleartests ausspähen.
Eines Tages registrierte Vela Gammastrahlung. Dafür gab es aber keine Ursache, jedenfalls nicht auf der Erde. Sie musste von irgendwo aus dem All stammen. Seit den 90er Jahren haben Satelliten hunderte von Gammablitzen registriert. Aber immer nur in dem Moment, in dem die Strahlung die Erde erreichte. Es gibt also keinerlei Frühwarnsystem. Niemand ist vorbereitet auf die Katastrophe, die jetzt bevorsteht. Die internationale Raumstation ISS kreist in einer Höhe von 400 Kilometern um die Erde. Plötzlich fällt der Strom aus. Tödliche Strahlung strömt in die Station. Der Gammablitz fordert seine ersten Opfer. Die Astronauten wären den Gammastrahlen hilflos ausgeliefert. Die werden sterben. Dagegen können sie nichts machen. Die dem Blitz zugewandte Hälfte der Erde wird voll getroffen. Zu dieser Zone gehören Afrika, der Nahe Osten, Teile Russlands und ganz Europa. Die Touristen auf der Plaza Mayor in Madrid erleben einen heißen Nachmittag. Sie sind der Hitze schutzlos ausgeliefert und auch der Gefahr, die in diesem Moment auf sie zurast. Im texanischen Galveston Beach genießen die Menschen die angenehmen Morgentemperaturen. Sie sind auf der anderen Seite des Globus. Hier sind sie in Sicherheit, wenigstens für den Moment. Der Gammablitz rast mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zu. Er ist nur noch ein paar Millisekunden entfernt. Als erstes trifft er auf die Erdatmosphäre. Die Atmosphäre ist für uns eine Selbstverständlichkeit, über die wir kaum nachdenken. Dabei schützt sie das Leben auf der Erde. Sie ist extrem empfindlich und sehr dünn. Die Erdatmosphäre schützt uns vor der energiereichen Strahlung, die permanent aus dem Weltraum kommt. Sie ist eine echte Schutzschicht. Aber das hier ist keine gewöhnliche Strahlung. Es ist die mächtigste Strahlung im ganzen Universum. Ein Gammablitz konzentriert Millionen Volt in einem schmalen Lichtstrahl. Der erste Treffer entspricht etwa der Sprengkraft einer nuklearen Megatonnenbombe und das pro Quadratkilometer der betroffenen Zone. Eine atomare Megatonnenbombe ist 80 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Dagegen ist die Atmosphäre machtlos. Sie wird zerstört. Mit voller Wucht schlägt der Blitz in Europa, Afrika und im Nahen Osten ein. Der Einschlag selbst dauert nur 2 Sekunden. In Paris lässt der grelle weiße Blitz jeden erblinden, der in ihn hineinschaut. Nach wenigen Sekunden zerfetzt es die Stromleitungen. Handys und Radios fallen aus. Autos, Busse und Züge kommen zum Stehen. Wenn der Gammablitz die Atmosphäre erreicht, werden die Elektronen von den Atomen getrennt. So entsteht eine Wand aus elektrischen Feldern, die einen elektromagnetischen Impuls auslöst. Es wird jede Menge Kurzschlüsse geben. Der elektromagnetische Impuls legt eine Hälfte des Globus lahm. Die halbe Welt ohne Licht.
Die andere Hälfte wird schnell merken, dass etwas nicht stimmt. Livestreams, Sportübertragungen, alles wird schwarz. Auch die sozialen Medien fallen aus. Was ist da los? Wurde Europa bombardiert? Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Katar suchen die Soldaten verzweifelt nach Antworten. Ihre Computer funktionieren noch, sie sind gegen den elektromagnetischen Impuls abgeschirmt. Es wird ungefähr so aussehen, als wären mehrere Atombomben explodiert. Kampfflugzeuge steigen auf. Sie sollen potenzielle nukleare Abschussrampen überprüfen. In den Vereinigten Staaten bricht unterdessen der neue Tag an. Noch ist alles beim Alten. Wer zum Zeitpunkt des Aufpralls auf der anderen Seite der Erdkugel ist, bekommt nichts mit. Alles ist wie immer. Im National Space Science Center in Huntsville, Alabama, hält ein Wissenschaftler eine Videokonferenz mit einem Kollegen vom Max-Planck-Institut in München ab. Gemeinsam werten sie die Beobachtungen des Fermi-Gamma-Ray-Space-Teleskops aus. 2008 startete die NASA die Fermi-Mission. Der Satellit wurde speziell entwickelt, um die Gammastrahlung zu erforschen. Mit ihm suchen wir die Tiefen des Weltraums ab. Plötzlich bricht die Verbindung ab. In 600 Kilometern Höhe trifft der elektromagnetische Impuls das Fermi-Teleskop. Der Satellitensensor macht seinen Job. Er bestätigt, dass auf der anderen Seite des Planeten ein Gammablitz eingeschlagen hat. Dem Fermi kann die Strahlung nichts anhaben. So stark war sie allerdings noch nie. Das registriert der Satellit und schickt dann die Ergebnisse zur Erde. Sofort melden die Wissenschaftler ihre Entdeckung der Regierung. Binnen weniger Sekunden haben hunderte Millionen Menschen von Frankreich bis Südafrika ihre Stromversorgung verloren und den hellsten Blitz aller Zeiten gesehen. Was sie nicht sehen, ist allerdings noch viel bedrohlicher. In ein paar Millisekunden setzt der Gammablitz mehr Energie frei als die Sonne während ihrer gesamten bisherigen Existenz. In den betroffenen Gebieten weiß niemand, was sich gerade ereignet hat. Regierungen und Militärführungen befürchten, dass das der Beginn eines Atomkrieges ist. Das vor der italienischen Küste kreuzende Raketen-U-Boot Louisiana ist in Alarmbereitschaft. Empfangen Sie etwas? Negativ. Der Kapitän erhält Befehl, die Raketen abschussbereit zu machen und weitere Anweisungen abzuwarten. Neuer Kurs, Backbord 12 Grad. Die Menschen auf der Plaza Mayor geraten in Panik. Erst der Lichtblitz, dann Stromausfall, jetzt das Chaos. Manch einer hält das Ganze vielleicht für eine fantastische Lightshow. Aber das Schlimmste kommt erst noch. Die Strahlung in der Atmosphäre. Gammastrahlung ist ionisierende Strahlung. Sie trennt die Elektronen von den Atomen. Dadurch entsteht große Spannung. Die muss sich irgendwie entladen. Und das geschieht meist durch Blitze. In der gesamten Hemisphäre zucken jetzt ebenso grandiose wie bedrohliche Blitze am Himmel. Der Eiffelturm wird zum gigantischen Blitzableiter.
Dieses Gewitter ist die reine Hölle. Was brennen kann, brennt. Was Strom leiten kann, leitet Strom. Hunderte werden vom Blitz getroffen. Und das auf dem gesamten Kontinent. Es ist ein wahres Blitzgewitter. Da schlagen so viele Blitze ein, dass die ausbrechenden Brände jede Feuerwehr überfordern. Es ist der Beginn des totalen Chaos. Die Menschen laufen um ihr Leben, aber es gibt keinen sicheren Ort mehr. Alles steht in Flammen. Auf der anderen Seite des Atlantiks liegt Puerto Rico genau am Rand der Einschlagzone. Die Gammastrahlung ist hier nicht ganz so intensiv. Wegen der Erdkrümmung ist der Weg durch die Atmosphäre bis dorthin weiter. Die Crew auf dem Containerschiff muss zusehen, wie sich das Wetterleuchten in ein heftiges Gewitter verwandelt. Die Männer suchen Zuflucht im Innern des Schiffs. Das Gewitter ist aber nur ein Aspekt des Gamma-Blitzes. Als nächstes folgt die radioaktive Strahlung. Millionen Menschen krümmen sich vor Schmerz und brechen zusammen. Viele sterben nach wenigen Sekunden. Andere wehren sich gegen das Unvermeidliche. Wir reden hier über einen lautlosen Killer, der gewaltige Mengen Strahlung mitbringt. Es regnet Myonenpartikel. Sie überschreiten die tödliche Dosis um ein Vielfaches. Myonen sind negativ geladene Elementarteilchen. Sie entstehen, wenn die Gammastrahlen in der oberen Atmosphäre auf Atome treffen. Jetzt gehen radioaktiv geladene Myonenschauer auf die betroffenen Gebiete nieder. Die Auswirkungen sind ähnlich wie bei einer nuklearen Explosion. Die Strahlung zerstört die Zellen. Die Körperfunktionen fallen aus, und zwar sofort. Die Organe streiken. Darauf folgt der Tod. Dagegen kann niemand etwas tun. Auch nicht die Ersthelfer. Die sind genauso betroffen. Überall das gleiche deprimierende Schauspiel. Die Menschen flüchten sich in die Häuser. Doch vor der Gammastrahlung gibt es kein Entkommen. Myonen sind unaufhaltsam. Sie gehen auch durch Wände. In 10.000 Metern Höhe ist es auch nicht sicherer. Über Europa und dem Mittelmeer sind hunderte Passagierflugzeuge unterwegs. Ihre Navigationssysteme sind längst ausgefallen. Auch hier macht die tödliche Strahlung kurzen Prozess. Niemand an Bord überlebt. Wie weit wird sich die Gammastrahlung noch ausbreiten? Hat die Menschheit noch eine Chance? Im Grunde ist es das Ende der Welt. Die ionisierende Strahlung zerstört das Körpergewebe und tötet sehr schnell. Das Nervensystem wird in kürzester Zeit ausgeschaltet. In den betroffenen Gebieten wird das Leben komplett ausgelöscht. Musik
Vor der italienischen Küste ist das amerikanische Raketen-U-Boot Luciana weiterhin in Gefechtsbereitschaft. Wenn nötig, könnte es eine Atomrakete abfeuern. Doch dazu wird es nicht kommen, denn die komplette Besatzung ist tot. Die Myonenpartikel können Wasser durchdringen. Noch in über 1000 Metern Tiefe entfalten sie ihre tödliche Wirkung. Komplexere Lebewesen wie Wale, Delfine und große Fische sterben sofort. Ihnen ergeht es genauso wie den Menschen. Auch in der Grassteppe der Serengeti verenden die Tiere. Aber es gibt Überlebende. Insekten sind resistent gegen die Strahlung. Sie kommen damit gut klar. Ein großer Teil wird überleben. Tief unter der Erdoberfläche in einem Stollen hat eine Handvoll Männer den Gamma-Blitz überlebt. Bulby an der englischen Nordseeküste. Die Arbeiter ahnen nichts von dem, was sich 1500 Meter oberhalb ihrer Mine abgespielt hat. An der Oberfläche erwartet sie die Hölle auf Erden. Gibt es noch Hoffnung für sie? Nur wenn sie es schaffen, in dem flammenden Inferno Wasser und Lebensmittel zu finden. Die Blitze zucken jetzt auch über der Altstadt von Mumbai. Noch ahnen die Menschen auf dem Markt nichts von der Strahlung, die bereits da ist. Wo der Gamma-Blitz eingeschlagen hat, gibt es kaum noch Überlebende. Hier haben die Menschen bessere Chancen, die Katastrophe zu überstehen. Oh mein Gott! Schnell, rufen Sie einen Krankenwagen! Schnell! In den Straßen von Mumbai? Versuch das hier. Aber auch auf dem Schiff in Puerto Rico. Ist die Strahlung längst nicht so intensiv. Bis zur Peripherie müssen die Gammastrahlen einen weiteren Weg zurücklegen. Deshalb sind die Überlebenschancen dort größer. Wer den Myonen-Fallout direkt abkriegt, ist dem Zehnfachen der tödlichen Dosis ausgesetzt. In abgelegenen Regionen ist die Belastung nicht so stark. Da können Sie vielleicht überleben. Wer schnell handelt, kann das Krebsrisiko reduzieren. Besonders wichtig ist es, die verstrahlte Kleidung auszuziehen. Mit Wasser und Seife lassen sich außerdem Strahlungspartikel von der Haut abwaschen. Wer das Glück hat, den Gamma-Blitz zu überleben, kann nach etwa 5 Jahren immer noch Krebs bekommen. Fünf Jahre nach Hiroshima und Nagasaki traten dort die ersten Fälle von Leukämie auf. Nicht nur in den direkt getroffenen Gebieten kämpfen Millionen ums Überleben. In Nord- und Südamerika droht eine Hungersnot. Nach ein paar Wochen herrscht auf dem ganzen Planeten Chaos. Chaos envelops the entire planet.
In der Einschlagzone ist das Leben weitgehend ausgelöscht. In Nordengland haben wenige Bergarbeiter in 1500 Metern Tiefe den Gamma-Blitz überlebt. Sie ernähren sich von Konserven und anderen haltbaren Lebensmitteln. Was sie nicht ahnen, die Gamma-Strahlung verseucht auch die Nahrung. Ein so heftiger Gamma-Blitz kann die Nahrung radioaktiv verstrahlen. Sie zu essen, ist sehr gefährlich. Lange werden die Bergarbeiter nicht mehr durchhalten. In Nord- und Südamerika ist die Lage inzwischen dramatisch. Der elektromagnetische Impuls hat die gesamte Elektronik lahmgelegt. Ein totaler Stromausfall ist die Folge. Die Telekommunikation bricht infolge einer Kettenreaktion zusammen. Eine Serie von Kurzschlüssen legt sämtliche elektrischen Systeme auf der Erde lahm. Für die Menschen in Atlanta, Seattle, Rio de Janeiro und jeder anderen nord- und südamerikanischen Großstadt beginnt ein Leben ohne Strom. Auch der Handel bricht zusammen. Sie tappen buchstäblich im Dunkeln, ohne Heizung, Licht und Essen. Im Grunde werden sie um 100 Jahre zurückgeworfen. Die Wasserversorgung bricht zusammen. Ohne Strom können die Pumpen das Wasser nicht verteilen. Supermärkte werden ausgeraubt. In den Straßen herrscht das Chaos. Es gibt kein Gesetz. Ventilatoren, medizinische Geräte und Backup-Systeme fallen aus. Die Krankenhäuser können Tausenden von Patienten nicht mehr helfen. Elektrizität gibt uns die Illusion von Sicherheit. Aber was, wenn die Blase platzt? Wenn Backups, Heizungssysteme und Lebensmittellieferungen ausfallen, dann geht unsere Zivilisation den Bach runter. Warum wir uns vorbereiten sollten? Denken Sie an die Leute, die in New Orleans mit Hilfeschildern auf den Dächern standen. Hätten sie Vorräte für ein oder zwei Wochen gehabt, hätten sie länger durchhalten können. Viele hundert Menschen, die damals einen grauenvollen Tod starben, hätten überleben können. Die Strände entlang der US-Küste sind wie ausgestorben. Die wenigen Überlebenden in San Diego, Galveston oder Daytona Beach schützen sich so gut es geht gegen Hitze und Strahlung. Als der Gamma-Blitz in die Atmosphäre eindrang, zerstörte er auch die Ozonschicht. Ganz schlechte Nachrichten für Planet Erde. Die Ozonschicht schützt unseren Planeten vor den UV-Strahlen. Die Sonne bombardiert uns ständig mit UV-Strahlen. Sie schenkt uns das Leben, aber ohne die Ozonschicht würde sie uns grillen. Auf der Seite der Erde, die den Blitz abkriegt, bleibt nichts von der Ozonschicht übrig. Auf der anderen Seite sind noch 100% da. Aber im Lauf der nächsten Tage und Wochen gleicht sich das aus. Am Ende bleiben auf der ganzen Welt nur 50% der ursprünglichen Ozonschicht übrig. Wenn Sie in den Wochen danach ungeschützt vor die Tür gehen, bekommen Sie in wenigen Minuten so viel UV-Strahlung ab wie sonst in vielen Stunden.
Schon nach einer Viertelstunde bekommen Sie einen mächtigen Sonnenbrand. Nach ein paar Stunden könnten Sie sterben. Es heißt also, geh rein oder stirb. Früher oder später wird die UV-Strahlung die Zellen beschädigen. Die starke UV-Strahlung verändert die DNS und kann Krebs verursachen. Hautkrebs wird dramatisch zunehmen. Der einzige Schutz, die Sonne komplett meiden. Die Leute müssen Schutzkleidung und Sonnenbrillen tragen. Der ganze Körper muss bedeckt sein. Die Sonne, die uns doch eigentlich das Leben schenkt, badet uns jetzt in tödlicher UV-Strahlung. Wer überleben will, muss sich anpassen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Rest Ihres Lebens drinnen oder unter der Erde verbringen. Genau das werden Sie tun müssen. Die UV-Strahlung bedroht zunehmend auch das Ökosystem der Erde. Mit der Zeit tötet die Strahlung alles, was in den oberen Meeresschichten lebt. Wenn das Leben bis in 10 Meter Wassertiefe verschwindet, hat das gravierende Folgen. Wir sprechen hier von einem ökologischen Kollaps. Wenn die Nahrungskette einmal unterbrochen ist, stirbt alles. Meeresalgen sind Einzeller, die rund 50% des Sauerstoffs in der Atmosphäre produzieren. Die sind der Anfang der Nahrungskette. Größere Tiere fressen sie und dann immer so weiter. Wo früher große Mengen Fisch gefangen wurden, gibt es jetzt fast nichts mehr. Ein gigantisches Fischsterben. Ohne Lebensmittel, Wasser und Strom sinken auch in den Regionen, die vom Gammablitz verschont wurden, die Überlebenschancen. Einer durchschnittlichen Stadt gehen spätestens nach 2 Wochen die Lebensmittel aus. Ein Mensch, der 2 Wochen lang nicht ausreichend Nahrung zu sich nimmt, wird immer schwächer und anfällig für Krankheiten. Es besteht Lebensgefahr. Die amerikanischen Metropolen New York, San Francisco, Mexico City und Bogotá werden zu Geisterstädten. Sie bekommen die Gammastrahlung voll ab. Das meiste davon geht direkt durch sie durch. Das bisschen, was nicht durchgeht, bringt sie um. In Madrid sind die Straßen voller Leichen. Die UV-Strahlung härtet ihre Haut und bremst den Verfallsprozess. Die Toten sind zu Mumien geworden. In den Häusern ist die UV-Strahlung niedriger. Wer in seinen 4 Wänden gestorben ist, ist nun Insektenfutter. Ein Gammablitz ist wie ein kosmischer Auftragskiller, der ohne Vorwarnung auftaucht, einen Großteil des Lebens auf der Erde vernichtet und dann spurlos verschwindet. Trotzdem haben in den nicht direkt betroffenen Gebieten ein paar Menschen überlebt. Aber sie sind noch lange nicht in Sicherheit. In ganz Amerika gibt es keinen Strom mehr. In den Industrienationen gehen nach 2 bis 3 Wochen die Nahrungsvorräte zur Neige. Das ist das, was sie in ihrer Speisekammer und im Kühlschrank haben. Im Supermarkt ist fast alles gekühlt oder tiefgefroren. Fällt der Strom aus, ist alles hin. Ohne Elektrizität werden alle verhungern. Polizei, Sanitäter, Feuerwehr, alle weg. Da kann einem Angst und Bange werden. Eine Gesellschaft ohne Führung und ohne Kommunikation. Panik entsteht und Angst. Die soziale Ordnung bricht zusammen.
triggers the breakdown of social order. Quer durch die USA, von Los Angeles bis nach Washington DC, ist fehlende Nahrung das größte Problem. Die Supermärkte waren schon vor 4 Wochen leergeräumt und auf den Feldern gibt es nichts zu ernten. Die Pflanzen werden von der UV-Strahlung beschädigt. Es wird deutlich weniger Weizen, Mais, Sojabohnen und Reis geben. Ohne die Ozonschicht wird die Landwirtschaft zusammenbrechen. Es wird Aufstände geben. Die Menschen werden sich für das bisschen, was noch da ist, gegenseitig umbringen. Nicht nur die Menschen sind betroffen. Den Tieren geht es nicht besser. Auch sie werden sterben. Ohne Fleisch und Fisch werden uns die Proteine fehlen. Die meisten von uns werden verhungern. Die Zahl der Opfer steigt. Mehr als 50% der US-Bevölkerung hat es bereits dahingerafft. Die Überlebenden kämpfen um jeden Bissen und meiden die aggressive UV-Strahlung. Ein Teil der Bevölkerung kann unterirdisch überleben, in Militärbunkern oder Silos. Die Menschen, die in der Nähe des Äquators leben, sind noch schlechter dran. Von Panama über Kolumbien bis in den Norden Brasiliens ist die UV-Strahlung rund 35% intensiver. Die Sonnenstrahlen müssen bis dorthin einen wesentlich kürzeren Weg zurücklegen. Die UV-Dosis wird dort enorm hoch sein, mit dramatischen Auswirkungen auf Haut und Moleküle. Die Zahl der Fälle von Katarakten, Erblindung und Krebs wird stark ansteigen. Quito, Ecuador. Die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Knapp 3000 Meter über dem Meeresspiegel und nur 20 Kilometer südlich des Äquators. In keiner anderen Stadt ist die UV-Belastung größer. Hier ist niemand mehr. Die Überlebenden mussten fliehen. In Dutzenden anderen Städten in Süd- und Mittelamerika hat sich das Gleiche abgespielt. Wer ein halbwegs normales Leben führen will, den zieht es jetzt Richtung Nord- oder Südpol. Millionen gehen nach Argentinien, um dem Südpol näher zu sein. In den USA strömen die Menschen Richtung Kanada und Alaska. Einen Augenblick. Wir müssen dahin. Meine Tochter ist schon da. This is life on Earth. Es geht ums nackte Überleben. Der Gamma-Blitz ist wie ein Reset-Knopf für den Planeten. Überleben ist reine Glückssache. Die natürliche Selektion entscheidet darüber, was weiterlebt und was ausstirbt. Aber selbst die größten Überlebenskünstler hätten keine Chance, sollte der Gamma-Blitz, der bereits die halbe Erde auf dem Gewissen hat, noch einmal einschlagen. Zwei Jahre sind seit dem Einschlag des Gamma-Blitzes vergangen. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist tot. Auch in der gegenüberliegenden Hemisphäre gab es hunderte Millionen Tote. Ohne Strom ist die Welt zurück ins Mittelalter katapultiert worden. Nahrung ist Mangelware und niemand weiß, wie viel Zeit der Menschheit noch bleibt. Omaha, Nebraska, einst Amerikas Kornkammer, liegt verlassen da.
Es regnet über den ehemaligen Maisfeldern. Aber es ist kein gewöhnlicher Niederschlag. Es ist saurer Regen, wegen des Gamma-Blitzes stark mit Stickstoffdioxid angereichert. Für die Menschen ist er trotzdem so etwas wie die letzte Hoffnung. Der Stickstoff ist wie das Düngemittel, mit dem wir Rasen und Felder düngen. Tatsächlich ist der saure Regen ein erster Indikator für die Rückkehr zur Normalität. Er reinigt die Atmosphäre und ermöglicht den Aufbau einer neuen Ozonschicht. Sie blockiert die UV-Strahlen der Sonne. Und allmählich bildet sich auch in den Meeren neues Leben. Vielleicht gibt es ein neues Gleichgewicht und damit auch neue Hoffnung. Die Gesellschaft, die wir kannten, mag zerstört sein. Aber wenn die Atmosphäre sich stabilisiert, können wir vielleicht noch einmal von vorne beginnen. Pflanzen werden wieder angebaut und Fische gefangen. Langsam kehrt die Hoffnung zurück. Aber schon droht der nächste Schicksalsschlag. Fünf Jahre nach dem Gamma-Blitz winden sich die letzten Überlebenden plötzlich vor Schmerz. Der Grund? Starke radioaktive Strahlung aus dem Weltall. Sie stammt von derselben Sternenkollision wie der Gamma-Blitz, brauchte aber länger, um den Weg zur Erde zurückzulegen. Ein Gammablitz produziert nicht nur Gammastrahlen, sondern auch geladene Partikel. Diese Partikel sind langsamer als der eigentliche Blitz. Es ist also denkbar, dass die radioaktiven Partikel erst Jahre nach dem Gammablitz eintreffen. Die radioaktive Wolke rast genau auf den amerikanischen Kontinent zu. Mal wieder müssen die Menschen hilflos zuschauen. Auch dieses Mal wird die Ozonschicht zerstört. Ohne ihren Schutz gibt es jetzt keine Hoffnung mehr. Der radioaktive Niederschlag geht noch eine ganze Weile so weiter. Die Strahlung wird immer stärker. Die Erde verwandelt sich in eine radioaktive Wüste. Die einzigen Überlebenden, strahlungsresistente Insekten. Wissenschaftler glauben, dass sich dieses Szenario schon einmal so abgespielt hat. Vor 440 Millionen Jahren gab es ein ähnliches Ereignis. 75% des Lebens auf der Erde wurden damals ausgelöscht. Wir sind nicht ganz sicher, ob damals ein Gamma-Blitz die Ursache für das Massenaussterben war. Aber es gibt ein paar sehr gute Hinweise. Könnte sich so eine Katastrophe wiederholen? Könnte die Menschheit einem Gamma-Blitz zum Opfer fallen? Gamma-Blitze ereignen sich andauernd. Sie sind nicht überall, aber es gibt sie. Auf der Erde würde so ein Blitz großen Schaden anrichten. Wir fangen gerade erst an, Gamma-Blitze zu verstehen. Vielleicht, aber nur vielleicht, hat schon einer die Erde getroffen. Wir wissen es nicht.
Ursprünglich ahnten wir ja auch nicht, dass ein Meteoroid die Dinosaurier auf dem Gewissen haben könnte. Wie viele Gammablitze, die uns jeden Moment treffen könnten, mag es noch da draußen geben?